Schaltzugwechsel bei SRAM X5. Also Schaltzugwechsel bei SRAM X5. Da ist die SRAM X5. Ja, da. Ja, ist ein alter Hebel. Weiß. Ich löse mit dem 5er Inbus hier erstmal, damit ich den frei bewegen kann. Wurde schon lange nicht mehr gelöst. Wahrscheinlich ist das auch noch der erste Zug, der hier drin ist. So, soweit so gut. Wurde ich gerufen. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte ein Video machen, wie man hier einen Zugwechsel macht. Und zwar hier. Haben wir denn, zack, machen wir so. Da haben wir denn hier so ein Kreuz da drin. So ein Kreuzer. Schräubchen will ich es nicht nennen. Das ist nur so ein Verschluss, so ein Drehverschluss. Da, ja, ist keine Schraube richtig, ist nur so ein einmal drehen, drin, einmal drehen, draußen. Dann schalten wir in Gang, was ist denn das? Anzeige funktioniert nicht mehr, in den entspanntesten Gang, sag ich mal so. Und schieben den Zug hier oben raus. Jetzt wird es ein bisschen fummelig. Sorry. Jetzt schraube ich hier diesen, damit ich es mir leichter mache, diese Einstellungsschraube raus. Diese Vorspannschraube. Die hier so schön rostig ist und so. Das schraube ich raus, ja, das Teil. Weil dann fällt es einem leichter, hier den Zug durchzufädeln. Zumal, wenn man keine verlöteten Enden mehr hat, weil es ist ein Zug, der ist auf der einen Seite so für Torpedoschaltung, auf der anderen Seite für normale Schaltung. Und wenn man die dann abschneidet, hat man ja kein verlötetes Ende mehr und so kann der oft dröseln. Und um das zu verhindern, schraube ich das hier raus und dann sehe ich ganz genau das Loch, wo ich hier einfädeln muss. Und komme hier einwandfrei durch. So. Nein! Die Zucker sind runtergefallen, das geht natürlich nicht. Ja, aber wenn wir das dann drauf haben, den Zug drin haben, dann kann man natürlich auch wieder hier diese Teil einsetzen, ne? Ist ja klar. Aber mit dem Teil da drin fällt es halt unheimlich schwer, weil dieses Loch zum Durchfädeln hier wird natürlich dadurch noch enger. Und dann kann es halt sein, dass sich das ein bisschen aufdröselt und das wollen wir nicht. Ja, jetzt kommt der Pinöppel hier wieder drin. Seht ihr das überhaupt? Halbe Drehung oder so, ist er wieder drin. Jetzt machen wir das Ganze wieder fest. Fünfer Inbus. Und testen mal. Wunderbar. Und schwupps ist der Einbau auch schon fertig. Ja, alle durch die neue Hülle ziehen. Und das war's. Das war der Schaltzugwechsel bei der SRAM X5, beim Schalthebel. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps entnehmen hier aus dem Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy.